Großes. Und dann passiert doch sehr viel Schönes. Aber in diesem Zusammenhang von bei Erwachsenen, bei der Dosierung von sowohl die Nachbehandlung von den Injektionen als auch die Nachbehandlung von der viralen Erkrankung selber. Und diese Gruppe, trotz der angehenden Vergiftung, hatte nach 39 Tagen nur noch halb so viel Aluminium in der Tibia und im Gehirn. Es sind fantastische Stoffe, die sowohl entgiften als auch in der Krebsheilung ganz, ganz wichtig sind. Ja, aber hier mal von die wichtigsten Stoffe von oraler Einnahme. Melatonin plus Dunkelheit sollte müde machen. Melatonin plus Tageslicht sollte aktivieren. Ja, das heißt, keine Scheu, vor allem gerade bei schwer toxischen Patienten oder chronisch kranken Patienten.